Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ich bin's wieder, 1986. Wir haben ja in der letzten Folge die Karriere beendet, auch wenn der Karrierefortschritt 99% steht. Ich denke, es liegt an dem Strafregister, denn wir haben alles sonst soweit erledigt. Ich kann es ja nochmal kurz zeigen, Strafregister vermieden mit Rockport Police, Polizei von Rockport, Anmelden Cross, Passwort XXXXXXX, Y und Z, Anmeldung läuft, Datenbanksuche, Liste wird geladen, da ist Stefan, Auswahl vorgenommen, Profil wird geladen und ja, es gibt ja hier noch diese wunderschönen Ranglisten und muss man natürlich oder so... kann man versuchen, überall an Platz 1 zu kommen, also hier Verfolgungsdauer zum Beispiel über 30 Minuten, Polizeiwagen eingesetzt, mehr als 150 haben und so weiter und so fort. Das werde ich jetzt aber nicht machen, denn ich denke, das ist nicht mehr relevant für das Spiel als solches. Das könnte ich im privaten Modus noch machen, also wenn ich das privat weiterspiele, für die Aufnahmen finde ich das jetzt nicht so prickelnd. Aber wir haben noch ein bisschen was in der Herausforderungsserie zu machen. Das sind insgesamt 68 Herausforderungen. Ich spiele derzeit mit meinem neuen Gamepad, also mit meinem Ersatz neuen Gamepad, sage ich jetzt mal dazu. Jamal spielt währenddessen mit seinem Spielzeug, das ist wahrscheinlich zu hören, ich kann es nicht ändern. Ich nehme ihm das nämlich jetzt nicht weg. Wir fangen mit Mautstellenzeitrennen an und vielleicht fällt es euch auf, ich weiß es nicht. Aber die Grafik ist jetzt nochmal einen Tacken höher, denn das Anti-Aliasing ist auf volle Kanüle. Mit 70 Frames, denn mein neuer PC ist da. Und der Wagen sieht irgendwie nicht so berauschend aus. Und ja, das ist jetzt das erste Mal so wirklich, dass ich aktiv mit dem Gamepad spiele. Das heißt, mal schauen, was das Teil so hergibt. Na, die Steuerung funktioniert, also alles wunderbar, alles wunderprächtig, so muss das sein. Und die Musik ist auch direkt klasse. Und... wunderbar, er hat nämlich gesagt, die Schultertasten sollen wohl zum Teil nicht funktionieren, aber funktioniert alles einwandfrei. Und wir werden noch die Herausforderungen, zumindest einen Großteil davon hinter uns kriegen. Ich weiß nicht, ob ich alle machen werde. Lasst euch da überraschen. Denn die Polizeiverfolgung, Herausforderungen, ich weiß nicht, ich finde die so ein bisschen... ja, in einer Zeit finde ich sie einfach nur noch nervig, weil es ist immer wieder dasselbe. Vor der Polizei flüchten, das und das erledigen, dann entkommen und... deswegen die Mautstellenrennen, die sind ja immer noch geil, weil das sind unterschiedliche Wagen, die ich da benutze. Klar, in den Polizeirennen auch, aber naja, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja eure Meinung dazu sagen, soll ich sie zeigen, soll ich sie benutzen oder nicht. Wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal hier dieses wunderschöne Rennen. Und es ist alles auf volle Kanüle, kein Ruckler, nichts. Ich habe durchgängig 60 Frames, der neue PC ist einfach nur der Hammer. Es ist einfach nur genial. Und ja, ich hab jetzt Blur bei mir auf dem PC drauf. Ich habe auch schon die ersten zwei Seasons, sag ich jetzt mal dazu, die ersten zwei Kapitel schon fertig. Ich denke mal, ich werde dazu ein Review machen, vorerst. Da ja die Need for Speed Reihe mein Hauptpunkt ist, um den ich mich erstmal kümmern möchte. Beziehungsweise den Nachfolger von Most Wanted werde ich noch spielen. Der ist nicht so lang. Zum Glück, finde ich, denn Most Wanted hat sich ja jetzt doch etwas sehr lange hingezogen, muss ich sagen. Ne? Und derzeit bin ich ja dabei, erstmal so ein paar Projekte noch zu beenden, besonders ein altes Projekt, was mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich Mass Effect 2, die Codex-Einträge, nochmal ein bisschen was über Mass Effect lernen, was da so abgeht und so, denn man könnte auch schon sagen, das ist so ein bisschen Vorbereitung auf Mass Effect 3. Ich weiß zwar, dass die Codex-Einträge jetzt nicht bis zum Release von Mass Effect 3 dauern, aber je neuer diese Informationen sind, desto besser sind die bei mir gespeichert, desto besser kann ich die dann bei Mass Effect 3 nutzen. Zusätzlich dazu wird es entweder im März oder im April ein Review eines Spiels geben, was nur auf meiner Homepage hochgeladen wird. Hat auch eine einfache Begründung. Das Spiel würde bei YouTube gesperrt werden. Wegen unter anderem, ich sag jetzt mal, pornografischen Inhalt. Sehr blutig, sehr geil, sehr schwarzer Humor. Und ich habe eine, ja, ich habe einen Vorab-Key, womit ich mir das Spiel dann ansehen kann. Die Vorab-Demo, beziehungsweise die Demo dann.
Und das wird dann von der Demo das Review werden und ich freue mich tierisch drauf. Weil das Spiel, das ist schon seit weit über 10 Jahren in der Mache. Also, was? Nein, nicht Rennen neu starten. Neue Tastenbelegung. Alles eklig. Viele von euch wissen wahrscheinlich jetzt auch schon, was ich meine, aber ich werde es trotzdem nicht sagen. Lasst euch da überraschen. Wenn es dann soweit ist, wird es auf jeden Fall ein Bulletin dazu geben, einen kleinen Trailer auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, die Homepage ist ja derzeit im Umbau. Oder was heißt im Umbau? Sie ist eigentlich schon fertig im Umbau. Ich fliege jetzt derzeit immer jeden Tag ein paar Artikel noch mit rein. Wir haben auch schon den ersten Reviewer aufgenommen in die Community, beziehungsweise er schreibt Reviews dazu. Wer Interesse daran hat, ebenfalls Reviewer zu werden, kann auf die Homepage gehen. hello9681.de. In den News steht die E-Mail-Adresse drinne. hello9681.homepage@googlemail.com. Dort schickt er mit dem Betreff Reviewer eine Bewerbung im Sinne von, da schickt er ein Probe-Review mit YouTube-Link am besten, mit so einem Trailer mit dabei und ein kleines Vorschaubildchen. Ich schaue mir das an, gebe Verbesserungsvorschläge oder sag, jo, ist angenommen oder nee, ist nicht. Und dann seid ihr auch offiziell mit dabei, könnt Reviews schreiben zu Kino, zu Games, falls ihr noch Ideen habt, wozu man alles noch Reviews machen kann, immer heraus damit. Wir fahren gerade mit dem Galado, by the way. Nur mal so am Rande erwähnt. Und ja, es geht aber nicht nur um Reviews, nein, die Homepage wird noch ein bisschen vielfältiger. Ich habe mittlerweile schon drei Leute, wenn ich heute das mal noch bearbeitet habe, bei mir in der Liste drinne, die Livestreams mitmachen, beziehungsweise Livestreams machen über die Homepage. Das heißt, ich versuche für euch ein Portal zu schaffen, wo ihr von den unterschiedlichsten Let's Playern Livestreams sehen könnt, auch Dokumentierern. Wer Livestreams, also wer von euch Let's Player ist und Livestreams macht, regelmäßige Livestreams am besten, schickt auch eine Bewerbung an hello9681.homepage@googlemail.com mit dem Betreff Livestream und einem Livestream-Termin, wo ich mir das mal angucken kann, um dann auch zu entscheiden, ist aufgenommen oder ist nicht, denn eine gewisse Qualität und Quantität sollte ja dann doch schon vorgegeben sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die Artikel sind derzeit in der Einpflege auf der Homepage, da bin ich sehr stark dabei. Jeden Tag kommen da neue Artikel, reinschauen lohnt sich. Derzeit binde ich noch die beendeten Projekte ein, dann kommen laufende, dann kommen die folgenden. Und das läuft eigentlich sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Forum kommt demnächst wieder, Downloads kommen wieder, der MP3-Player kommt wieder. Und ein Großteil der ganzen Sachen wird ab demnächst für registrierte Benutzer dann zugänglich sein. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum für registrierte Benutzer? Hat einfach den einfachen Grund, dass ich für Leute, die sich bei mir registrieren, etwas Spezielles bieten möchte, dass es sich auch lohnt, dass ihr nicht einfach nur euch anmeldet, weil ihr Livestreams sehen wollt oder sonstiges, sondern damit ihr einfach auch die Möglichkeit habt, da ein bisschen was mitzumachen, ein bisschen mitzuwirken. Zusätzlich dazu war der letzte Livestream Command & Conquer Tiberian Wars, also Command & Conquer 3 Tiberian Wars, sehr geil. Hat sehr viel Laune gemacht, 2 Stunden Tiberian Wars, Gewinnspiel, 100 Euro oder über 100 Euro teure Grafikkarte ist rausgegangen. Gewonnen hat die Pyro 1. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Mein Glückwunsch an der Stelle. Die alte Grafikkarte, oder die Grafikkarte, die ich beim letzten Livestream, also